Freunde, ihr glaubt es nicht, aber gestern kam Rocket League Sideswipe einfach auch in der EU raus. Nicht drin, nee, nee. Nicht drin. Ich spiele nach vor hoch. Jawohl, nice. Du bist auf der Suche nach einer vertrauenswürdigen Seite, wo du dir günstige Rocket League Autos und Items kaufen kannst? Dann schaue jetzt bei meinem Partner rl.exchange vorbei. Schnelle Lieferung und viele Zahlungsmethoden. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung und mit meinem Code Reapers sparst du noch 3% auf deinen Einkauf. Trage jetzt meinen Creator-Code bei ReapersYT in deinen Rocket League Shop ein, um mich zu unterstützen mit jedem Kauf. Vielen lieben Dank an jeden, der mich supportet. Moin Freunde, was geht ab? Ich bin bei Reapers und ich begrüße dich ganz herzlich hier zu einem neuen freshen Rocket League Sideswipe Video hier auf meinem Kanal. Und Freunde, ihr glaubt es nicht, aber gestern kam Rocket League Sideswipe einfach auch in der EU raus. Bedeutet, du kannst dir jetzt Rocket League Sideswipe ganz normal im App Store oder im Android Store downloaden. Mach das auf jeden Fall, lass dafür jetzt mal ein Like da, lass ein kostenloses Abo da und Freunde, der Grind geht natürlich weiter. Ich habe natürlich auch schon private ein bisschen gegrindet, bin mittlerweile auch Gold 1, ja sehr, sehr geil. Und ich bin heute nicht alleine, ich habe den Joe dabei. Was geht? Was geht, was geht, was geht? Joe hat sich jetzt auch Sideswipe ganz normal gedownloadet. Ja, hatte vorher einfach keinen Bock, sich einen Account zu erstellen. Australien, dies, das. Genau. Jetzt ist das Ganze erhältlich. Downloadet es euch und zockt, was das Zeug hält. Also wir sind auch schon richtig krass am Suchten. Denn ich muss sagen, so mit Kollegen oder so macht es auf jeden Fall Bock. Wir haben auch schon ein paar private Spiele gemacht und so. Ja, macht es einfach und zockt fleißig rein. Wir schauen erstmal in den Item-Shop rein. Da haben wir wieder ein geheimes Gratis-Item, welches wir uns natürlich abholen. Hier eine Pfote als Avatar, die habe ich sogar schon. Ja, ist jetzt nicht so krass. Es wird demnächst auch mal ein krasses Opening geben, wo ich einfach eben ein paar SP-Punkte ausgebe und einfach mal schaue, was ich so ziehe, Leute. Wenn ihr da Bock drauf habt, wie gesagt, lasst mal ein Like da und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr euch Rocket League Sideswipe jetzt schon gedownloadet habt. Genau, dazu habe ich natürlich auch jetzt schon 5 weitere Stufen im Rocket Pass freigeschaltet, die wir natürlich jetzt auch einmal hier öffnen werden. Und wir ziehen hier den Affen als Avatar. Der sieht so ganz cool aus. Der hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Joe. Und als nächstes, komm, let's go, gönn mal irgendwas Krasses. Oh mein Gott, das sieht einfach aus wie ein Stück Scheiße. Lol. Okay, das ist crazy. Also wenn du das im Video siehst, Joe, dann denkst du dir auch so, what the fuck. Ja, wir öffnen die Sachen hier vom Rocket Pass. Und dann spielen wir auf jeden Fall gleich noch 2 Rundchen. Ja, und dann gehe ich natürlich auf den Release von Sideswipe ein. Das Spiel wird, denke ich, groß. Denn es macht wirklich Spaß. Ja, ist natürlich mit sehr, sehr viel Luck auch verbunden. Aber größtenteils ist es sehr, sehr geil. Und es ist halt auch leider, ja, nicht so einfach. Also ich aber, find, darf ich ja mal kurz reingrätschen? Natürlich. Was hast du im Itemshop alles? Ja, ich habe Partyzeit, geheimes Item, Merk. Also wir haben safe dasselbe. So. Ach so, weil ich dachte, du hast, der ist individualisiert. Nee, aber das Ding ist, ich muss sagen, der Item-Shop, der updatet sich halt nicht. Das ist halt auch noch so eine Funktion, die irgendwie fehlt. Ja, kommt ja, doch, wahrscheinlich doch alles noch. In einem Tag und 19 Stunden. Echt? Steht doch da sogar. Steht da? Bei den Items. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Ach lol, okay, ja krass. Habe ich auch tatsächlich nicht gesehen. ja, ich würde sagen, Leute, ich zeige euch erstmal ganz kurz hier, dass ich in Doubles 2v2 bin ich jetzt Gold 1, in Hoops bin ich Silber 4. Wir legen los, wir spielen natürlich 2 gegen 2 ganz normal, um eben abzuranken. Road to Grand Champion, ihr kennt das Ganze, let's go. Okay, Freunde, die Runde geht los. Ich muss zum Kickoff. Und ja, Joe kann erstmal eventuell das Ding reinmachen, obwohl, ja, vielleicht sogar ich. Es ist auf jeden Fall krass intens, muss man wirklich sagen. Ja, Mann. Und du musst das machen gerade. Jo, ja, alles klar, also 1-0. Also reinmachen oder rausmachen? Rausmachen wäre eigentlich besser gewesen, aber ah, okay. So, ja, ist auch okay, auf jeden Fall. So, Joe, willst du eigentlich auch hinfahren? Ich muss doch mal mein Mikrofon richten. Na, ich krieg den nicht rein. Du musst. Achtung, er wird. Oh Gott. Alter, wieso ist das so intens? Wirklich, ich sag euch das, Leute, wenn ihr so in der Goldregion angekommen seid, nice, dann merkt ihr richtig, dass die Gegner teilweise ultra krank reinschwitzen. Also ich denke, jetzt werden sowieso da durch den EU-Release, ich weiß nicht, ob es jetzt noch irgendwo anders released wurde, ich glaube sogar auf der ganzen Welt jetzt, erstmal wurde das Spiel released, auch, oh Gott, den habe ich nicht. Ich glaube, dadurch werden natürlich nochmal viele neue Spieler kommen. Viele werden natürlich erstmal in der Low-Elo sein und müssen sich erstmal hochgrinden. Aber jetzt kommen so die ganz krassen Suchtis. Ich lasse den erstmal. Okay, mal gucken. Hier, für dich jetzt hoch mit dir. Und der ist nicht drin, nee, nee. Nicht drin. Ich spiele nach vor hoch. Jawohl, nice.
Okay, 2-2. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich bin so ein bisschen am struggeln, ob ich 2 Minuten für ein Spiel zu wenig finde. Also 3 wären, glaube ich, ganz geil. Oh, schönes Ding, Alter. Krank. Ja, ich glaube, 3 Minuten, da würde ich mich eher sehen. Vielleicht wird das Ganze natürlich auch noch angepasst. Genauso die 1 gegen 1 Map ist halt einfach nicht geil. Muss man. Weil wir hatten es ja schon oft genug. Wir waren am struggeln. Es stand 3-3, dann stand es 3-4 und wir mussten Aufholjagd machen. Und dann waren nur noch 10 Sekunden oder so. Genau, und das ist halt... Ja, ich hau den erstmal nach vorne. Oh, der das war ist, sogar... Oh, Geist ist kein knapp. Okay, ich warte erstmal. Digga, ich kämpfe mich hier nach vorne. Schade. Ja, okay, ich bleib hinten. Das ist auch so ein kleiner Tipp, den ich euch mitgeben kann. Es ist überhaupt nicht verkehrt. Einer ist vorne, der andere ist hinten. Weil so habt ihr halt immer einen Safe-Mann. Und ihr habt gerade gesehen, dass es wirklich Gold wert ist. Oh mein Gott. Ja, ja, und schade. Wir haben halt auch einfach viel Pech, ne? Also das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber es ist halt immer sehr vorteilhaft, hinten immer einen stehen zu haben, der halt eben zur Not den Ball noch retten kann. Denn Sideswipe ist natürlich wie Rocket League generell unnormal lucky. Oh Gott. Ich kann nichts machen. Alles gut, ich bleib kurz hinten. Nein! Okay. Du musst aufpassen jetzt. Oh mein Gott. Es wäre so lächerlich. Es wäre so. Weg. Komm, Verlängerung. Alter, es geht in die Overtime, Leute. Es wäre echt sehr, sehr ehrenlos, wenn wir die Runde jetzt verlieren. Ja, wir verlieren die Runde. Ich wollte es gerade sagen. Mann, was eine Kackrunde. Let's go. Lass mal die nächste Runde. Ey, das kann doch nicht sein. Erste Runde haben wir verloren, Joe. Das ist echt kacke. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Egal, wir haben ja noch die zweite Runde. Und der ist gut, aber wir haben halt einfach wieder Pech. Oh nein, Joe. Alles gut. Spielt ihn hier wieder nach hinten, fast in unser Tor, mach ihn mal rein. Ja, ich hab ihn ja fast reingemacht. Oh nein. Ja, ich dachte, er schießt den und dann dribbelt er den wieder rein. Also ihr seht ab, Gold-Elo, das wird teilweise so ätzend. Also privat, ich schreie da auch einfach gerne mal rum, werf mein Handy durch mein ganzes Zimmer. Ja, kann ich nur bezeugen. Ja, das kann halt auch einfach mal vorkommen. Oh mein Gott. Ja, mach du mal. Nee, okay. Oh mein Gott. Hast du den nochmal? Ich gehe mal hoch. Oh nein, der wird so eklig. Ich sag dir das. Ich habe keinen Boost mehr. Halt's. Ey, Digga, das ist also wirklich. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass es irgendwas mit Können zu tun hat, Mann. Das kann der ja gar nicht wissen. Ist auch so interessant. Wie die Kickoffs spielen mal nach hinten. Achtung. Ja, gar kein Problem, Luca. Spielen ruhig. Ja, gut. Mehr hätte ich halt auch einfach nicht machen können. Also es ist wirklich eine fantastische Runde mit 0-3. Ich liebe Sideswipe. Also wirklich, das ist ein super cooles Spiel. Downloadet euch das unbedingt. Ja. Okay. Ich muss auch sagen, ich bin manchmal echt verwirrt, wer ist, ey. So schnell wie das Spiel manchmal. Oh, jawohl. Ich wollte eigentlich direkt schießen, aber ich hatte irgendwie gar keinen. Aufholjagd. Na ja, komm, 3-1. Eigentlich wieder 55 Sekunden. Bei Aufholjagd ist es halt immer scheiße. Ja. Oh, er hat verkackt. Nein, es ist halt wieder so Pech. So ein Pech, dass der den da dann kriegt. Oh, der könnte sogar drin sein. Ja, nee. Doch. Oh mein Gott. Mann, Joe, komm, 3-2. Das müssen wir machen, Leute. Ich hab keinen Bock, hier beide Runden in diesem Video zu verlieren. Das wäre echt kacke. Ja, der kommt. Er lag rein. Da gehe ich mal nicht hin. Ich hab keinen Boost mehr. Nein! Ja! Was war das? Junge, vor allem, wie hab ich das Tor gemacht? Ich hab keine Ahnung. Ne, du warst nur in der Luft und ich hab dich angespielt, Junge. Jetzt komm. Oh nein, Digga, ich hab so Angst. Ich will das nicht verlieren, Joe. Ja! Ja, guck dir das an. Oh, 4-3, Mann. Ey, aber 12 Sekunden, ich sag euch, 12 Sekunden ist wie so eine Minute. Weil in dieser Zeit kann so viel passieren in Sideswipe. Und ich sag euch, ich camp jetzt hier einfach im Tor. Ja, gut, nice, Joe.
Ja, wir haben 5:3, 6 Sekunden. Es ist immer noch machbar für die Gegner. Das ist halt traurig. Ja, okay. Oder sie geben einfach auf. Nice. Ja, wir haben die zweite Runde sehr, sehr geil gewonnen. Ich bin sogar hier bester Spieler, Joe. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich habe. Wir gucken mal rein. Hier seht ihr auch gerade aktueller Rang. Gold 1, Liga 2. Ja, gutes Scoreboard. Ich habe einfach 586 Punkte. Und somit war das auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Video hier zum Release, Leute, von Rocket League Sideswipe in der EU. Falls dir gefallen hat, lass ein Like da, lass ein kostenloses Abo da. Nee, 3 Runden ist wieder too much hier für die Leute. Die mögen es lieber, wenn ich 2 Runden, glaube ich, spiele. Die Runden gehen nur 2 Minuten, wie lange das Video? Das ist in Ordnung. Leute, lasst ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde, wenn ich weiterhin gegrindet habe. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.